Hey und willkommen zum 9. Vlog meiner Japan-Reise. In diesem Vlog sind wir größtenteils in Ueno unterwegs und unternehmen die verschiedensten Sachen. Seid einfach gespannt und viel Spaß mit dem Video. Jetzt in Osaka unterwegs, im Stadtteil Umeda. Gestern konnte ich nicht mehr so viel filmen, weil auch nichts passiert ist. Wir sind eigentlich nur mit dem Shinkansen hierher gefahren von Tokio. Und ja, jetzt suchen wir gerade was zu essen. Und später machen wir vielleicht eine Bootsrundfahrt und gehen vielleicht noch aufs Umeda Sky Building und fahren vielleicht noch Riesenrad. Mal sehen. Und es ist verdammt warm, um es mal anzumerken. Seht, habe ich gerade rein aus Zufall irgendwie zwei Anime-Stores gefunden. Einmal den Jump-Store und diesen NHK-Store da hinten. Und der Jump-Shop da, der hat echt viel, viel Zeug, was richtig cool ist. Auch günstige T-Shirts und auch so Sachen, die man hätte gut als Mitbringsel benutzen können. Aber jetzt habe ich ja schon in Akiba komplett viel eingekauft und deswegen, ja, habe ich meine Chance jetzt vertan, aber macht ja nichts. Ich laufe hier gerade noch rum, aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt noch was gibt. Ansonsten, ja, hier auf diesem Gebäude ist nämlich eigentlich das Riesenrad drauf. Und da sind wir eigentlich gerade auf dem Weg hin. So, wir sind jetzt im Riesenrad tatsächlich drin. Man wird mich zwar nicht verstehen, wahrscheinlich, aber dann mache ich halt Untertitel rein oder so. Und das ist das erste Riesenrad, was ich besteige, was eine Klimaanlage mit drin hat. Das ist mal eine Erneuerung. Und es ist auf einem offenen Gebäude drauf. Das ist auch mal was Neues. Und ja, mal gucken, wie lange so eine Fahrt dauert. Und jetzt kann ich endlich was essen. Ja. So, wir sitzen jetzt in einem Café, was kurz vorm Ausgang vom Riesenrad ist. Und wir haben jetzt, also meine Mutter hat einen Kaffee getrunken, ich habe einen Smoothie getrunken, ganz gut, Mango war's. Und ja, ich habe noch was gegessen.
Jetzt ist mein Hunger ein bisschen gestillt und wahrscheinlich gehen wir als nächstes zum Omeda Sky Building, denke ich mal. Und dann mal weitersehen. Also es gibt hier, glaube ich, auch noch eine ganz berühmte Einkaufsstraße und ich glaube, diese Dotonbori-Bucht-Einkaufsstraße ist nicht hier. Da muss ich immer noch mal schauen. Und als nächstes muss ich mir erstmal Internet besorgen, dass ich halt schauen kann, wie und wo wir das nächste machen und wie wir da halt vor allem hinkommen. Und ja, keine Ahnung, so als kleines Update. Doch anders gelaufen. Wir waren die ganze Zeit in diesem Einkaufszentrum shoppen und im Endeffekt haben wir danach dann auch nichts mehr anderes gemacht. Wir saßen jetzt die ganze Zeit eigentlich in einem Starbucks und vorher noch in einem anderen Café und ja, wir suchen jetzt halt noch ein Restaurant, wo wir was abends essen können jetzt hier und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder zurückfahren und morgen geht es dann richtig los mit einem Art Tagesticket, was wir uns holen wollen werden, wie auch immer. Und da ist halt ziemlich viel in dem Preis mit inbegriffen, was dann bedeutet, dass wir halt richtig viel machen können. Und ja, mal sehen. Aber an sich können wir jetzt halt vorher jetzt nichts mehr machen, weil in diesem Ticket auch viele Sachen drin sind, was hier in dem Stadtteil halt machbar ist. Und deswegen macht es ja keinen Sinn, die heute zu machen. Und somit, ja, haben wir eigentlich jetzt nur gechillt. Das soll's dann auch schon vom Vlog gewesen sein. Ich habe diesmal einfach ein bisschen ruhiger geschnitten, sage ich mal, eine ruhigere Musik gewählt, damit man auch ein bisschen mehr Zeit hat, sage ich mal, sich die Szenen anzuschauen, einfach ein bisschen ausgiebiger sieht, was wir gemacht haben und ja, wie es halt auch, sage ich mal, in solchen Geschäften aussieht und ja, man vielleicht auch einfach ein bisschen besser die Atmosphäre auffassen kann. Ich hoffe, es hat euch so gefallen. Ich finde es mal eine gute Abwechslung und ja, dann möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und dann sieht man sich auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao!